So Leute, hallihallo, am nächsten Tag, am Samstag in der Pfalz. Auto läuft wieder, ich habe eine Zündspule gekriegt. Ja, zuerst einmal so die Sachen vorneweg vom eigentlichen Video. Und hier noch einen besonderen Gruß an Alex. Schau mal, so geht das. Der Manne ist auch fleißig und ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Der wird mich eh nach dem Video schlagen wollen, der Alex. Ja Leute, die Mädels gehen jetzt nachher einkaufen. Wir haben jetzt gerade wunderschön gefrühstückt. Und wenn die wieder da sind und ich dann ganz genau weiß, was es gibt, ja, sag ich es euch. Genau. Geplant haben wir gestern noch. Und ja, aber ihr habt es rein theoretisch ja eh schon im Titel gelesen. Bis gleich. Hi, Guckuck, einen wunderschönen guten Morgen. Du, das beim Grillzug machen, das ist ja alles wunderbar. Aber ich putze nicht, weil ich ja weiß, dass du kommst und den putzt. Das ist der kleine Unterschied. Raffiniert auf der Seite, gell? Ich wünsche euch was. Einen schönen Tag miteinander, gell? Bis dann. Ciao, ciao. Yay, da wäre ich wieder. Jetzt hat es mir der Alex aber noch gut Kontra gegeben. Naja, sag mal nichts mehr dazu. Wir wissen jetzt definitiv, was wir machen. Wir machen. Ein Schweinefilet mit Wurstbrett gefüllt. Das Wurstbrett werde ich noch eventuell abschmecken. Da machen wir jetzt noch ein kleines Testerle. Da klappert jemand. Ja, und dann gibt es noch einen kleinen Schweinebraten, Rückenbraten gefächert, also ein Fächerbraten. Ja, und ich bereite die zwei Teile, Gerätschaften jetzt einmal vor, bevor es dann später, wenn es ein bisschen abkühlt hat, draußen auf dem Holzkohlegrill weitergeht. Genauso machen wir das. Oder was sagst du dazu? Jawohl, ja. Ja, hier, da ist die Cam. Die Cam. Juhu, genau so machen wir es. Ich glaube, ich habe schon Hits-Dollar. Plem. Egal. Das wird schon. So, Lale. Schweinefilet, die Bratwürste. Ich habe mir hier jetzt gerade ein Stück Bratwurst rausgebraten, rausgegrillt, um die jetzt erstmal zu probieren, ob wir an der noch was ändern müssen. Ja, wir tun da jetzt noch ein bisschen Zwiebel klein hacken, noch ein klein bisschen nachwürzen. In der Zwischenzeit werde ich schon mal ein bisschen das Fleisch parieren, das Filet, und dann geht's weiter. So, jetzt müssen wir natürlich das Schweinefilet erstmal halbwegs aufschneiden. Das Ganze wird ja noch in Becken eingewickelt. Wenn du da hinten so rumzappelst, krieg ich einen dicken Hals. Und es könnte böse enden heute. Ja. Aber das Messer schneidet mehr als das letzte Mal. Schauen wir, dass wir hier noch ein bisschen aufschneiden. Wollen ja da auch ein bisschen Brät reinbekommen.
Kannst die Zwiebeln gleich in die Schüssel hier rein. So. Das muss ausreichen. Dann machen wir mit dem Wurstbrät weiter. Spatzel, hau mal hier ein bisschen Majoran rein. Bisschen Bohnenkraut. Und ein klein wenig Salz. Gut. So. Na, kommt noch was? Jetzt. Jawohl, das reicht. Na, Salz, steht einmal Salz drauf. Gut, jetzt braucht man irgendjemanden mit einem Handschuh, der das einmal ordentlich durchknetet. Tja, und wir können hier in der Zwischenzeit das Filet vorwürzen. Und zwar auch bloß mit Salz, Pfeffer, Paprika. Tja. Normale Salzstreuer wären wir jetzt eigentlich fast lieber gewesen, Leute. Paprika edelsüß, jawohl. Und wo haben wir den Pfeffer? Das ist Pfeffer. Tja, wieder mal nur SPP. So. Dann noch die andere Seite, da kann ich sogar noch ein klein bisschen aufschneiden, sehe ich gerade. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. So. Gut, das reicht. Ja, dann warten wir, bis das Hack verknetet ist und dabei packe ich schon mal den Bacon aus. In die Rolle? Jo, pack einfach mal drauf. Schön verteilen. Dankeschön. Nicht flüstern da hinten. Das hört sich dann immer so komisch an im Video. So.
Dann müssen wir jetzt schauen, dass wir das Ganze irgendwie mit diesen ultra kurzen Bacon umwickeln. Haben wir irgendwas, um das Ding vielleicht noch zuzuschnüren? Zahnstocher? Zahnstocher habe ich. Kannst auch die Gabel nehmen. Ja. Hast du mal Nadel dazu? Dann nähe ich das Ding zu. Tja, und gleich Nadel und Faden bekommen. Dann fange ich hier jetzt mal ganz einfach an. Eigentlich hätte ich hier ja jetzt zwei Mädels zum Nähen. Aber die haben beide gesagt, die wollen das nicht machen. Das soll ruhig ich machen. Dann nehmen wir den jetzt einfach so grob zu. Also es geht wirklich bloß darum, dass der halbwegs zusammen bleibt. Beim Essen muss man halt dann auf den Faden aufpassen. Oder die Schnur. Oder den Garn. Oder was auch immer man dazu genommen hat. Was sich definitiv nicht dazu eignet, ist eine Nylonschnur. Bloß so als Tipp am Rande. Da mich die Doris im Hintergrund die ganze Zeit ärgert. Schau mal, Doris. Viel Bacon, schön einwickeln. Das lassen wir jetzt die Doris in aller Ruhe machen, bevor wir heute hier wieder eine Diskussion kriegen. So wie das letzte Mal. Der Micha, der will nicht geärgert werden. Darum schalte ich jetzt die Cam ab. Lass die Doris jetzt einmal schön das Filetbraterl, sagen wir es einmal so, einwickeln. Und nachher, wenn sie fertig ist, schauen wir uns das Ganze einfach an. Leute, das habe ich jetzt sehr schlau angestellt mit dem Bacon. Doris ist nur am Rumfluchen mit dem kurzen Bacon. War schon am Überlegen, ob sie noch einen anderen holen soll. Kotze Bacon. Das ist jo. Ja. Ja, Spatzel macht hier schon Gemüse. Das hat sie mir abgenommen. Wir machen dazu schon Grillgemüse. Ja, dann mach du das Grillgemüse. Und wenn Doris das Schweinefilet eingewickelt hat, legen wir das auf die Seite und nochmal dabei in die Kühlung. Und dann geht's mit unserem Fächerbraten weiter. Der Blick, da ist garantiert wieder ein Blick getötet. Wie beim letzten Mal. Leute, was soll ich sagen? Ein absolut furchtbarer Bacon. Wir haben alle Angst, dass sich der Bacon komplett ablöst. Aber ich habe auch dafür eine Lösung gefunden. Und ganz einfach Bondage.
Tja, Leute, einfach die Fesselspiele ausgelebt. Ohne dem Gitter bitte. Das brauchen wir ja nicht. Und dann kommt das Ding hier jetzt erst einmal in die Konsistform und dann wieder noch in die Kühlung. Und ja, ich baue hier jetzt um, dass es mit dem Fächerbraten weitergehen kann. So, meine Lieben, hier haben wir jetzt den Schweinerücken. Ein bisschen habe ich noch zurecht pariert, aber das ist tja nicht ganz so einfach, weil da geht es dann unten drunter, aber das lassen wir jetzt einfach dran. Und hier, es soll ja ein Fächerbraten werden, schneiden wir uns jetzt einfach hier unsere Fächer rein, dass wir den nachher schön auffächern können. Aber ich glaube, da brauche ich dann doch ein anderes Messer. Weil mit dem komme ich da nicht so wirklich rein, wie ich das gern möchte. Aber ich kenne mich hier nicht aus. Vielleicht geht's mit dem. Weil die haben mich gerade alle verlassen. Also Leute, ihr müsst mir da jetzt nicht komplett zugucken. Ich mache hier jetzt einen kleinen Cut. Ich werde hier schauen, dass ich schön die Taschen, die Fächer reinschneide. Tja. Und wenn ich das soweit erledigt habe, sehen wir uns zum Würzen wieder. So, meine Lieben, das war jetzt wirklich ein Gemetzel. Ich tue jetzt hier gerade einmal innen durchwürzen. Und in jedes einzelne Fach. Schauen wir dann, was wir reintun. Das habe ich noch nicht einmal richtig auf dem Schirm. Da muss ich dann gucken, was mir hergestellt wird an leckeren Materialien. Und danach, tja, füllen wir den dann. Aber jetzt erst einmal wieder Salz, Pfeffer, Paprika in die Fächer rein. Weil dann ist das Bratal nämlich richtig schön durchgewürzt. Wird mit Sicherheit richtig gut munden. So. Na, kommt da eine Zwiebelschale raus. Und das Ganze nachher natürlich auch von außen. Ja. Ah, ich mache hier Sauerei wieder. Also was ich weiß, ist definitiv, dass der Käse mit reinkommt. Aber ansonsten, Leute, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch keinen ganz genauen Plan. So, und jetzt das ganze Braten einmal außenrum. In der letzten Runde noch einmal außenrum einsalzen.
Tja, und schon ist die Sauerei wieder weg. Also ihr könnt natürlich auch ein anderes Gewürz nehmen. Das ist dann jedem selber überlassen. Aber ich bin der Meinung, SPP reicht hier wieder vollkommen aus. Wir wollen es ja einfach halten. Also. Und jetzt lassen wir hier kurz die Gewürze ein klein bisschen einziehen. Und ja, ich hole an die Mädels, dass sie mir das Zeug oder die Füllung geben, reichen, mir in die Hand drücken.